Jo, da sind wir wieder mit Let's Play WoW. Jetzt wollen wir mal schnell die Hacken abgeben und hier steht unten und tut ein Magier vor der Höhle. Warum auch immer. Wer weiß. Jo, mit dabei ist natürlich wieder Paddy. Moin. Moin. So, letzte Folge war stellenweise sehr peinlich und merkwürdig. Mit einem Hauch homoerotischer Anleihen und heute machen wir es besser. Stehst du nicht auf Homoerotik? Ich enthalte mich jetzt in meinen Kommentar. Okay. Ich enthalte mich jetzt in diesem Kommentar, um politisch nicht inkorrekt zu werden, weil es gibt ja Leute, die verstehen vieles falsch. Deswegen sage ich lieber nichts dazu. Also enthältst du dich der Ich enthalte mich der Meinung, ja. Okay, gut. Ja. Das heißt nicht, dass du keine hast, sondern du sagst sie uns einfach. Ich möchte sie jetzt nicht sagen, nein, ich möchte da jetzt nicht ein Flame-Thema hier aufreiben, dass die Videos geflamed werden oder sonst was. Okay, gut. Das ist eigentlich ein guter Plan auf jeden Fall. Ja. Ich denke mal, es ist jetzt die einfachste Möglichkeit. Und die Bin ich mal so mit einverstanden. Jetzt bist du aber Level up. Yep. So, dir gebe ich mal die Hacke wieder. Bitteschön. Prima, ihr habt sie. Vielen Dank. So, gib her die Erfahrungspunkte. So, das Medaillon. Habt ihr eure Aufgabe vollendet? Ah, ihr habt das gut gemacht. Eure Bemühung, die brennenden Klinge zu besiegen. Wir haben es geschafft. Und da holen wir uns doch nochmal ein paar Lederhandgelenke ab. Und kriegen gleich das nächste Quest. Jo, dieses Quest führt uns jetzt zum nächsten Quest-Hub. Und zwar nach Senjin. Ich glaube langsam Zeit. Da sind ja dann, da leben ja deine Kollegen. Aber ich gehe mal kurz, ganz kurz hier mal noch in zum Briefkasten. Das wollte ich nämlich auch noch machen. Und mal gucken, was ich da denn für Post habe. Hast du dir dort geschickt? Und zwar einmal den Pinguin, den man damals für gekriegt hat, dass man seinen WoW-Account mit Battle.net verknüpft hat. Und einmal den Kernhundwelpen vom Authentikator. Und ich finde, der Pinguin sieht so niedlich aus, den nehmen wir dann noch mit. Oh. Oh. Ein Pinguin. Bingo! Und weiter geht's. Ab nach Senjin. I'm walking. I'm walking. Hier müsste man echt so Musik unterlegen. Bei den langen Laufwegen sollte man echt so Musik unterlegen. Ja, auf jeden Fall eine gute Idee. Bam, bam, bam. Nee, ach, nee. Das passt so alles nicht. Ich weiß nicht, was man da für Musik nehmen könnte. Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall, das sollten wir näher erläutern. Eigentlich schon, ja. Wir können ja mal die Zuschauer fragen, was sie für Musik bei langen Laufwegen unterlegen würden. Welche Musik sie da unterlegen würden. Könnte man auch so Country-Musik... Also. Country. Oder so. Bist du sicher? Weiß ich nicht. Country. Irgendwas halt. Schlager. Schlager. Läuft man bestimmt schneller. Ah ja. Das ist echt eine gute Frage, ne? Könnte auch einfach die WoW-Musik laufen lassen und sich ein weiteres Mal davon berauschen lassen. Oder so. Das könnte man natürlich auch machen. Kann es natürlich auch gut sein lassen, weil man die schon viel zu lange gehört hat. Ja. Oh, wir sind bei den Senjin-Leuten angekommen.
Hallo Kollegen. Na, ihr alten Kiffer. Was denn heißen hier? Bericht erstatten in Sengin. Ah, die Orks sind Freunde der Dunkelspürtrolle, Mann. Ehrenhafte Freunde, Mann. Wir wollen den Orks helfen. Aber wir benötigen ebenfalls Hilfe. Alles klar, Mann. So, 3 Vorratskisten aus Nordwacht und 10 Träger der Nordwacht. Nämlich die Menschen drängen sich sie so ein bisschen in das Gebiet ein. Der Hexendoktor in Ausbildung, die Küstensäubung. Hey, ihr da, Bombay, stellt gerade mehrere Mojos her. Wollt ihr mal ein Stückchen kosten? Oh, davon muss ich erstmal noch ein paar Jules besorgen. So, also denen sollen wir jetzt helfen, seine Mojos fertig zu machen? Yeah. Oh, yeah. So, haben wir hier noch einen? Nee, ne? Nee, gut, war gut. Das haben wir eigentlich alle abgedeckt, ne? Yep. Ich schalte mal hier mal kurz was um. Das ist ja auch die... Gab's nicht auch mal einen Lehrer für Berufe? Ja, hier ist einer. Hier war auch noch einer. Moment. Hier gab's doch mal einen, ne? Ich hab nur einen Kräuter schon eine Lehrer gesehen, oder? Alchemielehrer? Da. Ja, Kräuterrunde. Gut. Wo hast du den? Ach, dein. Hier vorne. Ah, den können wir sollten vielleicht auch noch unseren Ruhestein noch hier legen. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Den nehmen wir gleich, das lernen wir gleich mal. Kräuterkunde. Als Farmberuf. So. Schalten wir gleich mal auf Kräutersuche ein hier. Zack. Und den Ruhestein, wo können wir den? Den legen wir. Zu Kollege. Wo ist denn der? Das ist eine gute Frage. Ah, hier kann ich mal gleich mal ein bisschen was verkaufen hier. So. Ach, jetzt habe ich den. Ja, egal, komm. Ich brauche keinen. Brauche ich nicht. Keine Heiltränke. Brauche ich nicht. Für auch. Kannst du das selber heilen? Oder? Achso. Ich bin doch doof. Warum ziehe ich die schlechtere Rüstung an? Ach, ich bin doch bescheuert. Ja. Soll ich jetzt mal nichts zu sagen? Besser ist. Jetzt renne ich hier gegen den. Ach Mensch. So. Hast du ihn gefunden eigentlich? Nee, hier gibt's schon. Achso, okay. Dann machen wir die Quest. Oh, hier gibt's. Wir müssen ja eh in die Richtung, glaube ich, ne? Ja. Bisschen Kriechersekret einsammeln, dann kann ich gleich mal hier ein bisschen Kräuter mitnehmen. Hm. Jetzt schon am Sammeln. Fleißig. Natürlich. Was? Nimmst du keinen Beruf? Nee, erstmal nicht. Wow, aber schönen Strand haben sie. Natürlich. Schön, muss das? Schönen Strand habt ihr hier in Sengin, also da kann man nicht meckern. Muss ja die Tür an. Ah. Charge! Eins. Ach, verdammt. Jetzt zurück, Herrn. Hast du mir weggelootet? Natürlich. Wir springen schon wieder durch die Gegend. Ja, das ist eine blöde Anwohnheit. Ja. Schlimm sowas, ne? Ja, hier hat schon einer weg uns leer gefarmt. Ey, da vorne, ne? Der von eben, der Level 5 schon mal, ne? Ist der von vorhin, ne? Mhm. Das ist ja einer. Der traut sich ja was. Ich guck mich hinten, ne? Ich finde. Sieht nicht so aus. Natürlich ist mir alles ein bisschen doof. Ah, da hinten ist einer. Na gut, einer bringt ja nicht viel. Ja, aber auf dem Rückweg müssen die ja wieder da sein. Hoffentlich. Charge! Du genießt es, oder? Ja, ganz ehrlich, ich bin nicht. Ich hab mir schon vorgenommen, ich werde mir einen Krieger für dieses Let's Play erstellen. Ich werde die ganze Zeit einfach nur Charge sagen. Du liebst es, mich niederzumachen, ne? Wieso niederzumachen? Das trägt jedoch zur Qualitätsverbesserung bei. Achso, meinst du, weil keine Qualität da ist, dann kann man auch nicht mehr viel tiefer fallen, ha?
Dazu möchte ich mich nicht äußern. Aber diesmal habe ich es mir verkniffen, zum Beispiel. Also sammelst lieber mir das Zeug weg, ja, dass ich hier nicht fertig komme, ich laufe hier mal. Wisst ihr das? Ich gehe jetzt mal woanders hin. So. Hast du davon? Hast du davon? Wird aber einer zickig. Nee, weißt du, so brauchst du mir ja nicht kommen. Nee. Nee, weißt du? Jetzt so und dann so. Nee, nee. Weißt du? Ich suche mir hier meinen einen Kriecher, die habe ich jetzt auch schon gefunden. Tse. Stell ich mir halt einen Totem, ist mir egal. Oh. Tse. So. Hab auch schon mein ganzes Kriecherzeug hier fertig. Heißen die bei dir Kriecher? Hm? Heißen die bei dir Kriecher? Kriecher, ne? Hm. Heißen die ich hab einen englischen Client. Dann heißen die Crawler. Achso. Spielt halt mit Englisch. Ja, ich weiß nicht, englischer Client. Ach nee, muss nicht sein. Ich will auch verstehen. Ich kann zwar gut Englisch, aber dann muss ich zu viel denken beim Spielen. Habe ich keine Lust zu. Charge! Ja, genieße ja, es ruhig. Ich hab's wieder getan. Ja, wisst ihr. Mach mich nieder. Wisst ihr? Da war nichts drin. Wie? Da kommst du wieder. Tze, geh weg. Ey! Charge! Oh Gott, das hab ich mir dann noch aufgeheilt, ey. Nicht. Ich hab ein Level up. Nicht. Ja, kannst du mal sehen, was die Qualität ist, ha? Huh? Oh. Du hängst schon wieder einen Zeitplan total hinterher, weißt du? Du bist total unprofessionell. Ja, das stimmt allerdings. Einfach total unprofessionell. Hast du dich fast fertig? Nee. Sag ich jetzt noch nichts zu? Bitte schön. Nee, immer nicht fertig. Der lässt natürlich keins droppen, wisst ihr? Alle droppen eins, nur der nicht. So, der droppt jetzt mal eins, oder? Hoffentlich. Bravo. Ja, okay. Dann machen wir jetzt gleich noch die Kisten kaputt und töten die Träger, ne? Ah, ich glaube, das Quest war doch ganz amüsant, glaube ich, ne? Da sind ja auch immer irgendwelche Manny-Kicken da durchgelaufen mit irgendwelchen Kisten, die dann irgendwie alle explodiert sind, keine Ahnung. Oh, da ist er. Das ist auch ein Side-Cutter. Auf jeden Fall. Das glaube ich, das kann ich noch. Kräuter! Ja. Siehst du, hättest du wenigstens schon mal Bergbau, könntest du schon Ärzte absammeln. Nee. Ich treffe lieber ein Schwein. Ich mach mehr Damage dazu. So. Oh. Ich hab's halt drauf. Woo! Okay. Ah! Echt, er ist seit Cutter hier. Also ich noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hat jetzt die Kiste gezählt? Ja. Pam. Haha. Oh, verdammt. Da gehörst du rein. Genau da gehörst du rein. Gut so. Das haben die Entwickler gut erkannt. Genau. Das haben die Entwickler gut erkannt. Warum? Warum immer ich? Ich hab gar nichts getan. Das haben sie gut erkannt. So ist es. Genau so muss es sein. Nicht anders. So nicht anders. Genau so. Holt mich hier raus. So. Ich bin fertig. Jo. Ich auch. War schon früher fertig. Hm? Hm. Genau so. Kann ich sein? Klar. Yeah. Yeah. Na doch. Du bist verwirrt, siehst du? Das könnte an dem Bier liegen. Das wollte ich erreichen. Dass du verwirrt bist. Ja. So, dann bist du also. Also, liebe Zuschauer. Er will sie nur verwirren. Falls sie nicht auf jeden Fall. Ich möchte nicht die Zuschauer verwirren, ich möchte dich verwirren. Ach, nur mich? Ist das nur? Dich. Ich hab gesehen. Es geht nur um dich.
Wie immer. Siehst du, es geht nur um dich immer. Ja, genau. Das klingt nach einem sehr narzisstischen Weltbild. Nach dir, genau. Haha, out. So. Küstensäuberung. Yeah, bringt mir Julius. Ich lasse euch meinen Mojo kosten. Ih, du Ferkel. Da will mir mein Mojo. Geh weg. Ich möchte keinen Quest mehr von dir. Nee. Ich möchte dein Mojo nicht kosten. Nee. Schauen bestimmt Kinder zu, also. Gott. Captain an Niveau, wir sinken. Eindeutig. Hier sind Kräuter. Schon wieder. Ja. Schauen wir nie weiter. Coco. Okay, ich nehme jetzt doch mal die Quests an hier. Jetzt, liebe Zuschauer, außerdem ist es. Guck mal auf die Uhr, es ist nach 11, also dann darf ich. Dann dürfen wir so sein. Ganz ruhig. Ja, eigentlich schon. Ganz ruhig, Mann. Das Tal reinigen. Nordwacht ist eine sehr gut verteidigte Festung. Südlich, südwestlich von hier. Hinter dem Hafen ist eine strategisch gelegene Festung, die für die Horde sehr schwer einzunehmen ist. Wir können wirklich nicht gebrauchen, dass die Menschen hier eine neue Nordwacht in Duratur aufsetzen. Fegt durch das Tal im Westen und tötet diese Menschen, Holger. Zeigt ihnen im Achten die Wut von Senjin. Jo, das machen wir doch. Da gibt's einen Stab, der mir aber nicht springt. Mir auch nicht. Ja. Was hat denn hier der Mojo-Man hier noch für mich? Große Haken und Misstrauen. Aha. Als nächstes werden wir Gift von den Skorpionen. Okay, also wir Skorpion töten. Gift sammeln. Für sein Mojo. Oh Gott. Der alte notgeile Bock, der. So. Hat er hier für eine Quest. Der Kampf gegen die Aggressoren. Zerstört 3 Angriffspläne. Okay. Und die daran hindern hier einzudringen. Dann machen wir das doch mal. Gut. Aber all das und noch vieles mehr. Wo bist du schon wieder? Oh. Hier vorne. Oh, meine Stimme ist ein bisschen weg. Sorry. Hier vorne. Meins. Haha. Egal, wir müssen das nicht looten. Achso, stimmt. Alles klar. Aber das und noch vieles mehr sehen wir dann im nächsten Part. Macht's gut. Tschüss.